Hallo zusammen und willkommen. Bei Karies oder auch Zahnfäule handelt es sich um eine Erkrankung der Zähne, in dessen Verlauf die Zahnsubstanz angegriffen und geschädigt wird. Die Bakterien, auch Streptococcus mutans genannt, ernähren sich von Essensresten. Sie bilden Säuren, die dann den Zahnschmelz angreifen. Die Ursachen hierfür können ziemlich vielfältig sein und von einer mangelnden Zahn- und Mundhygiene über eine ungesunde Ernährungsweise mit einem hohen Zuckeranteil reichen. Zusätzlich treten Verfärbungen an den befallenen Zähnen auf und das kann zu starken Schmerzen führen. Vor allem dann, wenn der Zahnnerv betroffen ist. Wird Karies nicht behandelt, so frisst er sich weiter in den Zahn und führt zu schwerwiegenden Schädigungen und eventuell sogar noch Folgeerkrankungen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Zugegeben, viele Menschen haben Angst vor dem Zahnarzt. Daher klingt es nur zu verlockend, dass man Zahnkaries auch selbst behandeln kann. Zur Behandlung gibt es diverse Hausmittel, die sowohl die Bakterien abtöten können, als auch zu einer Remineralisierung der Zähne führen. Da Karies durch Bakterien verursacht wird, gilt es, diese abzutöten. Ein wirksames Hausmittel hier ist Salz. Mit einer Mischung aus Salz und Warmwasser lässt sich eine Lösung herstellen, die als Mundspülung verwendet werden kann. Dabei sollte man mit der Spülung für mindestens 10 Minuten gurgeln und die Lösung danach ausspucken. Ein weiteres Heilmittel ist Knoblauch. Er enthält eine antibakterielle Wirkung und kann so auch gegen Kariesbakterien wirken. Zur Anwendung zerdrückt man eine Zehe und übergießt diese mit heißem Wasser. Sobald die Brühe abgekühlt ist, kann man sie als Mundspülung verwenden und hierfür die Lösung ein paar Minuten im Mund behalten. Alternativ kann man auch auf einer Knoblauchzehe kauen, damit sich die Säfte im Mundraum verteilen. Mit einer Mischung aus Knoblauch und Salz lässt sich im Übrigen eine Paste herstellen, die man direkt auf die betroffene Zahnpartie aufträgt. Dort sollte sie dann für eine Stunde verbleiben und danach gründlich gespült werden. Alternativ zum Knoblauch lässt sich hier im Übrigen auch Süßholzwurzel verwenden. Auch die Muskatnuss hat sich im Kampf gegen Karies bewährt, da auch ihre Inhaltsstoffe eine antibakterielle Wirkung mitbringen. Für die Anwendung nimmt man gemahlene Muskatnuss und vermengt diese mit Nelkenöl. Die entstandene Paste wird dann mehrfach pro Tag auf den befallenen Zahn aufgetragen und kann so seine schmerzlindernde Wirkung entfalten. Daneben ist auch das Ölziehen eine bewährte Methode. Am besten verwendet man hier Kokos- oder Olivenöl. Für das Ölziehen nimmt man einen Esslöffel des Öls in den Mund und zieht das Öl immer wieder durch die Zähne. Den Vorgang sollte man für 20 Minuten durchführen. Anschließend spuckt man das Öl mit den gesammelten Bakterien aus. Die schmerzhaften Begleiterscheinungen der Karies lassen sich auch mit natürlichen Heilmitteln behandeln. Hier haben sich vor allem Nelken bzw. Nelkenöl bewiesen. Zur Behandlung wird es einfach auf die betroffenen Stellen aufgetragen. Weiter wirkt auch Salbeitee sehr beruhigend. Dies gilt auch für weitere Kräuter wie Pfefferminze oder Kamille. Gleiches gilt für eine Kühlung der schmerzenden Partien. Zur äußerlichen Anwendung eignet sich auch eine zerkleinerte Zwiebel, die in ein Tuch eingewickelt auf die betreffende Hautpartie aufgelegt wird und so die Entzündung und Schmerzen lindert. Um Entzündung zu heilen, kann man auch ätherische Öle verwenden. Hierzu gehören das bereits erwähnte Nelkenöl sowie auch das Teebaumöl. Das Öl kann dabei direkt auf den Zahn bzw. das Zahnfleisch aufgetragen werden. Wenn man das Teebaumöl mit Wasser verdünnt, kann man es auch als Mundspülung verwenden. Zahnfleischentzündungen können weiter auch mit frischen Wirsingblättern behandelt werden. Diese werden in ein feuchtes Leinentuch gewickelt und von außen auf die Wange gehalten. Die Wirkung entfaltet sich nach etwa einer halben Stunde. Um die Zahngesundheit weiter zu fördern, kann man diverse Maßnahmen ergreifen. So sollte man nach Möglichkeit sowohl industriellen Zucker als auch Weißmehlprodukte von seinem Speiseplan streichen. Dadurch wird den Kariesbakterien die Nahrungsgrundlage entzogen. Die weitere Ernährung sollte möglichst vitalstoffreich sein, um die Zähne zu stärken und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Regelmäßiges Zähneputzen gehört natürlich auch unabdingbar dazu, damit Belege entfernt werden. Das Fortschreiten einer Karies kann durch basische Mundspülung gestoppt werden. Darüber hinaus wirkt auch eine Darmsanierung unterstützend. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.